Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Bildung des Plurals an. Unten findet ihr die Webseite, wo ihr das Ganze noch einmal nachlesen könnt. Im Deutschen gibt es verschiedene Muster, wie man den Plural bildet. Konsonantisch, zum Beispiel nach BDG, PTK, SF und Z steht ein E. Tag, Tage. Recht, Rechte, Krieg, Kriege. Nach E folgt ein N. Blume, Blumen. Hose, Hosen. Es gibt aber auch typische Endungen wie zum Beispiel ent, ant, ist, te, ung, heit, keit, schafft, Ion oder Tion, Ur, Ät und so weiter. Hier folgt En, Student, Studenten, Lösung, Lösungen, Mannschaft, Mannschaften. Einige Nomen verändern sich nicht. Wir hatten E und N, Blume, Blumen, Hose, Hosen. Im Vergleich dazu haben wir hier ER bleibt ER, Bäcker, Bäcker, Italiener, Italiener und EL bleibt EL, Ärmel, Ärmel, Beutel, Beutel. Viele Nomen, die auf Vokale enden, zum Beispiel A, E, E mit Akzent, I, O, U und so weiter, steht S. Kaffee, Cafés. Tabu, Tabus. Taxi, Taxis. Und auch Fremdwörter aus dem Französischen und Englischen erhalten ein S. Apartment, Apartments. Restaurant, Restaurants. Weitere Endungen sind in, innen. Spanierin, Spanierinnen. Köchin, Köchinnen. Chien, Chien, Mädchen, Mädchen, Häuschen, Häuschen, Lein, Häuslein, Häuslein, Niss, Nisse, Erlebnis, Erlebnisse, Ergebnis, Ergebnisse, Ium, Ien, Aquarium, Aquarien, Terrarium, Terrarien. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen und gefallen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss.